Hallo meine Lieben, ich habe mir gedacht, wir machen eine kleine Reihe draus, weil ganz viele von euch ja doch gerne frühstücken. Ich frühstücke auch ziemlich gerne, muss ich zugeben, und lasse das ungern weg. Aber manchmal möchte man nicht so viel frühstücken, man fühlt sich sonst ein bisschen zu schwer, zu voll und möchte eigentlich von den Kalorien da sich ein bisschen zurücknehmen und sich vielleicht auch ein bisschen aufsparen für später und fürs leckere Abendessen. Deswegen diese Skinny Breakfast Reihe und wir fangen gleich an mit meinem Lieblingsrezept und das sind so kleine leckere Cheesecake Cupcakes und die sind wirklich lecker und so einfach gemacht. Ich mache diese einzelnen Rezepte immer für eine Portion, also für 250 Kilokalorien darunter, für eine Person wie mich quasi. Und ihr könnt das natürlich hochskalieren und sagen, ich mache das jetzt für Freunde noch und für Familie. Das ist jetzt nur zur Darstellung, normalerweise würde ich natürlich auch größere Portionen machen. Okay. Weil man kann das nämlich auch sehr gut aufheben. Wir fangen gleich an. Ich zeige euch kurz, was wir dafür brauchen. Als allererstes nehme ich mein eigenes Basisporridge. Das findet ihr in ziemlich jedem Rewe. Und ihr findet es mittlerweile auch in Österreich bei Merkur und Billa. Und dafür nehme ich heute die Basisvariante. Und wenn ihr das nicht da habt, könnt ihr natürlich auch ausweichen. Aber das Schöne finde ich eben am eigenen Porridge, dass es schon so eine Süße drin hat. Wir haben hier nur mit natürlicher Süße gearbeitet, also mit Datteln. Und deswegen ist es eine tolle Sache. Man muss da nicht viel dazugeben. Nicht nur als Porridge perfekt, aber ich habe auch ganz viele andere Rezepte, wie man es einsetzen kann. Und heute machen wir Cupcakes daraus. Dann brauchen wir für unsere Cupcakes Eiklar. Ich habe jetzt hier schon zwei Eiklar reingeschlagen. Die werden wir jetzt gleich zu Eischnee verarbeiten. Dann habe ich ein bisschen Magerquark hier abgemessen. Und ihr seht ja schon, die gelben Pünktchen sind natürlich nicht normal da drin, sondern ich habe ein bisschen Zitronenabrieb, habe ein bisschen vorgearbeitet, Streber. Ein paar Heidelbeeren oder Blaubeeren, die müssen jetzt nicht rein. Ich finde sie schön, weil sie so ein bisschen noch so eine extra fruchtige Süße dazugeben und natürlich so ein bisschen Farbklecks. Dann ein bisschen Light-Hüttenkäse. Zitronensaft brauchen wir für die Säure von unseren kleinen Cheesecake-Cupcakes und ein bisschen Salz sowie, ihr seht hier ein bisschen Bourbon-Vanille, weil Bourbon-Vanille darf nie fehlen. Womit ich noch zusätzlich süße, weil Cupcakes oder allgemein so kleine Törtchen, die dürfen extra süß sein. Ich habe hier ein bisschen zu meinem Zitronensaft noch ein bisschen Stevia dazugegeben. Da müsst ihr ein bisschen selbst gucken, was ihr mögt, wie viel ihr mögt. Manche mögen es überhaupt nicht süß. Daniel mag zum Beispiel die Süße vom Porridge alleine, auch bei den Cupcakes. Der würde jetzt gar nicht mehr so viel dazu machen. Ich mag es ein bisschen süßer. Deswegen mache ich meine Cupcakes ein bisschen süßer. Und es geht an unser Eiklar. Während meiner meditativen Arbeit als Eiklar-Aufschlager ist mir eingefallen, dass ich Backpulver vergessen habe. Aber keine Angst, ich habe es in den Kalorien einberechnet, aber ich habe es vergessen. Backpulver ist dabei. Und jetzt können wir ganz einfach, nachdem ich bereits den Backofen vorgeheizt habe, können wir alle unsere Zutaten zusammenfügen. Und zwar erstmal natürlich, wie immer, die trockenen zusammen. Backpulver geht zu unserem Basisporridge von meiner Bon Vanille. Jetzt kommen schon die feuchten, flüssigen, damit es auch feuchtfröhlich wird. Habe ich einerseits hier Magerquark, alles rein damit. Mein Hüttenkäse oder Körnigen Frischkäse. Zitrone mit Stevia gemischt. Erstmal alles umrühren, bevor wir dann ganz, ganz vorsichtig unseren Eischnee drunter heben. Eischnee, Team Eischnee. Erstmal die Hälfte nur. Ganz vorsichtig, damit der Eischnee nicht sofort wieder zu eiklar wird. Allerletzte Zutat. Nicht unsere kleinen Blaubeeren vergessen. Wer lieber andere Beeren mag oder gar nichts, der macht einfach gar nichts rein. Ich habe hier so ein Silikonförmchen, die finde ich echt gut, weil da geht es richtig leicht raus, alles ohne, dass man es einfetten muss. Ich habe es jetzt gerade frisch gewaschen. Aber ihr könnt natürlich auch andere Förmchen nehmen, ihr könntet das Ganze jetzt auch. Und Pfannkuchen wäre es natürlich auch ganz gut. Aber wir machen kleine Cupcakes. Und eigentlich ist ziemlich viel Teig rausgekommen. Ich bin jetzt ganz überrascht. Nicht zu viel reinfüllen, weil unsere Cupcakes gehen natürlich ein bisschen auf. Die drei Cupcakes haben jetzt zusammen, ich glaube, lass mich lügen, 241 Kilokalorien. Ja, das kann man sich alles gönnen. Und die kommen jetzt in den Backofen. Oh, jetzt habe ich sie fast alle umgeworfen. Meine süßen Cupcakes waren jetzt knapp 20 Minuten im vorgeheizten Backofen. Und sehen die nicht toll aus? Ich habe sie natürlich schon angeschnitten, abkühlen gelassen und jetzt probieren wir das Ganze mal. Und die sind alle für mich unter 250 Kilokalorien. Besonders cool ist,
Probiert es unbedingt mit den Blaubeeren. Jetzt gibt es noch ein bisschen so einen kleinen so einen Puff-Effekt im Mund. Richtig lecker. Schmeckt wie Käsekuchen und so soll es auch sein. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format Skinny Breakfast. Dann gebt dem Video einen Daumen hoch und dann kommen auf jeden Fall noch weitere Videos dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! Violet.